Hier soll es um die Untersuchung von Ladebeziehungen zwischen zwei Geraden gehen. So, und im dreidimensionalen Raum gibt es vier Möglichkeiten. Wir nehmen jetzt jedes Mal die Geraden G und H. Also zum Beispiel hier eine Gerade G und diese Gerade wird von der Gerade H geschnitten. Das heißt, zwei Geraden können sich schneiden. G und H schneiden sich. So, die zweite Möglichkeit ist, dass G und H parallel zueinander verlaufen. Also G und H sind parallel. Dann kann Folgendes passieren. Die Gerade G und Gerade H sind identisch, also G und H sind gleich. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir hier die Gerade G haben und die Gerade H schneidet sie nicht, sondern verläuft sozusagen darunter. Das kann man auf einem zweidimensionalen Bildschirm schlecht zeigen. Also die schneiden sich nicht, sondern man kann sich so vorstellen, also dass die Gerade G würde eine Brücke beschreiben und die Gerade H wäre eine Straße darunter. So, sie schneiden sich nicht, sind aber nicht parallel und das nennen wir Windschief. Und das nennen wir Windschief. So, nun kommen wir zu dem Rechnerischen. Also, damit wir überhaupt was rechnen können, brauchen wir eine rechnerische Darstellung dieser Geraden. Also, die Gerade G soll den Stützvektor P haben und den Richtungsvektor V. Die Gerade H soll den Stützvektor Q und einen Richtungsvektor W und hier nehme ich S als Parameter und T durchläuft natürlich alle reellen Zahlen, genauso wie Parameter S. So, dann gibt es die Möglichkeit, dass sich die Geraden schneiden. G und H schneiden sich. Das bedeutet, dass wenn wir diese Vorschriften gleichsetzen, bekommen wir eine eindeutige Lösung. Dann haben wir die Möglichkeit, dass G und H parallel zueinander sind. Das bedeutet, dass G und H gar keine Lösung hat. Wir werden sehen, dass auch die windschiefen Geraden keine Schnittpunkte haben. Also da wird es hier auch keine Lösung geben. Und deshalb brauchen wir eine Möglichkeit, die beiden Situationen zu unterscheiden. Und bei den parallelen Geraden sind die Richtungsvektoren Vielfaches voneinander. Also die zweite Bedingung ist, dass V und W Vielfache voneinander sind. So, Vielfache voneinander, das wird manchmal nicht benutzt. Es gibt andere Möglichkeiten, das Gleiche auszudrücken. Also, wenn man etwas gebildeter klingen möchte, sagt man, V und W sind kollinear. Das bedeutet, die teilen sich eine Gerade. Beziehungsweise, man kann auch sagen, wenn wir zwei Vektoren haben, kann man sagen, dass sie linear abhängig sind. Linear abhängig bedeutet, dass ich mit Hilfe des einen Vektors den zweiten mir basteln kann oder ausrechnen kann. Und das bedeutet also in diesem Fall hier, dass V und W Vielfache voneinander sind. So, bei dem Fall, dass G und H gleich sind, auch da setzen wir G und H gleich, also die Vorschriften hier. Und wenn sie gleich sind, haben sie ja unendlich viele gemeinsame Punkte und deshalb bekommen wir bei der Lösung dieser Gleichung unendlich viele Lösungen.
So, und die letzte Möglichkeit, die windschiefen Geraden, also G und H sind windschief. Wir setzen die Geraden gleich und bekommen keine Lösung. Und anders als es bei dem Fall, dass sie parallel sind, sind die Vektoren V und W, also die Richtungsvektoren jeweiliger Geraden, sie sind keine Vielfache voneinander. Nun kommen wir zu den Beispielen und fangen mit den sich schneidenden Geraden an. Also Beispiel sich schneidende Geraden. Und dann nehmen wir die Gerade G mit der Parametergleichung Stützvektor 1, 1, 1 plus t mal 1, 2, 3. Und die Gerade H mit dem Stützvektor 4 minus 3, 8 plus t mal Richtungsvektor 1 minus 3, 2. Und jetzt habe ich beide Geraden mit einem gleichen Parameter hingeschrieben, deshalb reicht es einmal zu schreiben, dass t und dass t alle reellen Zahlen durchläuft. So, das habe ich jetzt extra so geschrieben, damit wir uns eine Sache klar machen. Und zwar, jetzt müssen wir die Vorschriften gleichsetzen. Wichtig aber ist, dass wir dann unterschiedliche Parameter wählen. Also gleichsetzen und unterschiedliche Parameter wählen. So, die Gerade G können wir so lassen, so wie sie ist. 1, 1 plus t mal Richtungsvektor ist gleich Stützvektor 4 minus 3, 8. Und an dieser Stelle ist t schon vergeben, deshalb nehmen wir einen anderen Parameter, zum Beispiel r, und mal Richtungsvektor 1 minus 3, 2. Und nun machen wir Folgendes. Wir nehmen einfach jede Zeile dieser Gleichung als eine neue Gleichung, also als eine Gleichung aus einem linearen Gleichungssystem und fragen wieder den Taschenrechner, verwenden wieder den Linsolve-Befehl und gucken, was da rauskommt. So, wir bekommen Linsolve-Funktion, indem wir auf Menü klicken, dann zu Algebra unter 3 und Gleichungssystem lösen unter 7 und dann System linearer Gleichungen lösen unter 2 klicken. So, wir haben drei Gleichungen für jede Zeile. Also 1, 2, 3 Zeilen. Für jede Zeile bekommen wir eine Gleichung und wir haben zwei Variablen, die wir t und r genannt haben. Jetzt drücken wir auf Enter und können unsere Gleichungen zeilenweise eintragen. Also 1 plus t mal 1 ist gleich 4 mal r mal 1. 4 plus r mal 1. 4 plus r mal 1. Zweite Gleichung entspricht der zweiten Zeile 1 plus t mal 2. 1 plus t mal 2 ist gleich minus 3 plus r mal minus 3. Minus 3 plus t mal, das schreibe ich lieber in Klammern. Also der Taschenrechner kann zwar damit, also der kommt damit klar, dass ich mal Minus schreibe, aber das würde in meinen Augen wehtun. So. Und die dritte Gleichung, 1 plus t mal 3. 1 plus t mal 3 ist gleich 8 plus r mal 2. 8 plus r mal
2. So, mal schauen, ob ich den obligatorischen Fe Fehler eingebaut habe. Natürlich habe ich das gemacht. Hier in der zweiten Gleichung wird die minus 3 mit r multipliziert. So, hier r mal minus 3. So, jetzt drücken wir auf Enter. So, und wir haben jetzt folgende Lösung gefunden. Und zwar ist t gleich 1 und r gleich minus 2. T ist gleich 1 und s ist gleich minus 2. Und wenn wir jetzt t in g einsetzen, beziehungsweise s in h einsetzen, bekommen wir auch die Koordinaten des Schnittpunktes. Ich entscheide mich für die erste Variante. Ich setze t in g ein. Also Stützvektor 1, 1 plus t ist 1, also 1 mal Richtungsvektor 1, 2, 3. Das ergibt 1 plus einmal 1 ist 2, 1 plus einmal 2 ist 3 und 1 plus einmal 3 ist 4. Und das ist der Ortsvektor des Schnittpunktes, das heißt g und h schneiden sich im Punkt P und jetzt kommen die Koordinaten 2, 3, 4. Als nächstes schauen wir uns Geraden an, die parallel zueinander sind. Also nächstes Beispiel: parallele Geraden. So, wir nehmen wieder meine Lieblingsgerade x mit einem Stützvektor 1, 1, 1 plus t mit einem Richtungsvektor 1, 2, 3 und die Gerade h mit einem Stützvektor 1, 1, 2 plus t mal 2, 4, 6. T ist eine reelle Zahl. Auch hier setzen wir g und h gleich. Und auch hier ist es wichtig, dass wenn wir die gleichsetzen, wir nicht den gleichen Parameter vergeben. Also wir müssen einen der Parameter ändern. So, dann fangen wir mit der geraden g an. Das ist Stützvektor 1, 1, 1 plus t mal 1, 2, 3 ist gleich Stützvektor 1, 1, 2. Plus ein anderer Parameter, wieder mal r, mal Richtungsvektor 2, 4, 6. So, und auch hier nehmen wir den Taschenrechner, grafikfähiger Taschenrechner. Und auch hier nehmen wir Linsolve. So, die alte Rechnung ist noch da. Ich drücke mal auf Ctrl und Z, mache die Sache rückgängig. Weshalb mache ich das? Weil die linke Seite der Gleichung der alten Gerade g entspricht, also da muss ich etwas weniger tippen und ich muss nur die rechte Seite anpassen. So, dann hatten wir in der ersten Zeile 1 plus r mal 2. Plus r mal 2. In der zweiten Zeile 1 plus r mal 4. Und in der dritten Zeile 2 plus r mal 6. Ich glaube, ich habe gerade 1 gesagt, natürlich, was die 2, 2 plus r mal 6, 2 plus r mal 6. So, jetzt drücken wir auf Enter und erwarten, dass wir keine Lösung haben und es wurde auch keine gefunden. So, es wurde keine Lösung gefunden. Und diese Aussage nenne ich Sternchen. Warum mache ich das? Weil es gleich noch eine zweite Aussage gibt, mit der wir uns befassen müssen. Und zwar, es gilt Folgendes.
Wenn wir die beiden Richtungsvektoren vergleichen, haben wir 2, 4 und 6 und einen Richtungsvektor 1, 2, 3 und dann kann man relativ einfach herausfinden, ob es sich dabei um Vielfache handelt. Was muss ich machen, um aus der 1 eine 2 zu machen? Man muss das Ganze mit einer 2 multiplizieren. Und wenn diese Rechnung in allen Zeilen aufgeht, dann handelt es sich um Vielfache, sonst nicht. Also 2 mal 1 ist 2, 2 mal 2 ist 4, 2 mal 3 ist 6. Also offensichtlich sind sie Vielfache voneinander. Damit sind sie kollinear, die Richtungsvektoren. Ja, also da das hier gilt, sind die Richtungsvektoren von G und von H kollinear. So, diese Aussage nenne ich Doppelsternchen. Und dann können wir schreiben, aus der Aussage Sternchen und der Aussage Doppelsternchen oder Zweisternchen folgt, G und H sind parallel zueinander und das kann man mit solchen langen Strichen dann symbolisch ausdrucken. Ja, das heißt, G ist parallel zu H. So, nun kommen wir zu dem Fall, dass wir zwei gleiche Geraden haben. Also Beispiel gleiche Geraden. So, nun haben wir die Gerade G mit W mal dem Stützvektor 1, 1, 1 plus T mal Richtungsvektor 1, 2 und 3. Da werde ich auch nicht kreativer. So, dann die Gerade H soll den Stützvektor 3, 5 und 7 haben plus T mal Richtungsvektor 2, 4 und 6. Nun kommen wir zu ja, Parameter müssen wir auch nacheintragen, T-Element R. Und nun sollten wir die Geraden gleichsetzen. Und machen wir das doch, also dass wir jetzt die Parameter noch ändern müssen, schreiben wir nicht mehr hin, das wissen wir mittlerweile. Also Stützvektor 1, 1, 1 plus t mal Richtungsvektor 1, 2, 3 ist gleich dem Stützvektor 3, 5, 7 plus r mal Richtungsvektor 2, 4 und 6. Und wie immer nehmen wir den grafikfähigen Taschenrechner und benutzen die Lin-Solve-Funktion. Schalten den Taschenrechner ein. So, ich benutze immer die gleiche Gerade G, damit ich möglichst wenig tippen muss. Das heißt, diese Rechnung können wir wiederverwenden. Steuerung und Z. Und jetzt müssen wir nur den Stützvektor der Gerade H anpassen. Und zwar ist der Stützvektor 3, 5 und 7. Das bedeutet, dass wir hier 3, 5 und 7 eintragen müssen. Wer aufgepasst hat, merkt, dass einige Zahlen schon da standen. Liegt daran, dass ich in der Aufnahme davor mich vertan habe. So, mal schauen, ob es diesmal in Ordnung ist. So, druck mal auf Enter. So, und wir bekommen eine Lösung, die von einem frei wählbaren Parameter C1 abhängt. Und das bedeutet, dass wir unendlich viele Lösungen haben. Das heißt, es gibt unendlich viele Lösungen. Und damit sind G und H identisch. So, ich schalte mal den Taschenrechner aus, damit wir sehen, was ich gerade geschrieben habe. So, es gibt unendlich viele Lösungen. G und H sind identisch. Nun kommen wir zu der letzten Möglichkeit, der windschiefen Geraden.
Und hier nehmen wir die Gerade G mit dem Stützvektor 1, 1, 1 plus T mal Richtungsvektor 1, 2 und 3 und die Gerade H mit dem Stützvektor 4, minus 3 und 9 plus T mal Richtungsvektor 1, minus 3 und 2 und auch hier haben wir den Parameter t aus der Menge der reellen Zahlen. So, was machen wir? Natürlich setzen wir g und h gleich. So, das mit den Parametern spare ich mich auch an dieser Stelle. So, wir nehmen den Stützvektor der Geraden g plus t mal den Richtungsvektor der Geraden g ist gleich den Stützvektor der Geraden h plus den Parameter r mal Richtungsvektor der Geraden h. Und auch hier benutzen wir den Taschenrechner. So, man kann es kaum glauben, aber wir nehmen auch die Linz-Solve-Methode. So, die Rechnung können wir schon das dritte Mal wieder verwenden. Steuerung und Z. So, jetzt geht es darum, die rechte Seite anzupassen. Wir haben den Stützvektor 4, minus 3, 9. 4, minus 3 und 9. Und den Richtungsvektor 1, minus 3, 2. So, die minus 3 am besten in den Klammern, sonst sieht es hässlich aus. Und nicht 3, sondern 2. So. Und wenn wir auf Enter drücken und ich keine Fehler gemacht habe, sollten wir keine Lösung haben. Es wurde keine Lösung gefunden, weil es ja auch keine gibt. Es wurde keine Lösung gefunden. Diese Aussage nenne ich Sternchen. Und jetzt gucken wir uns die Richtungsvektoren an. Das ist einmal 1, 2, 3 und 1, minus 3, 2. So, wir sehen, die ersten Einträge sind gleich, die restlichen sind ungleich. Das bedeutet, egal womit wir die Vektoren multiplizieren, können wir gar keine Gleichheit bekommen in allen Zeilen gleichzeitig. Also sind die Richtungsvektoren 1, 2, 3 und 1, minus 3, 2 nicht kollinear. Und diese Aussage nenne ich Doppelsternchen. So, ganz wichtig, nicht kollinear. Und aus den beiden Aussagen, also aus der Aussage Sternchen und aus der Aussage Doppelsternchen, folgt G und H sind windschief.